So kann man es auch machen. Vor allem diese Sachen, die immer. Der Sachen, die immer. Entweder wir gehen da lang oder da lang. Keine Ahnung. Aber ich glaube, das müssen wir eh alles beides machen. Also von daher reißen wir erstmal das Ding weg. Zieh! Dann. Spidey. Mein Spinnensinn kribbelt. Krabbeln wir erstmal da hoch. Bauen wir erstmal wieder was. Sammeln die Steine dafür ein. Und drehen das Ganze. Ah, ey, ey, ey. Jetzt müssen wir Captain America holen. Müssen wir das da machen? Das auch drehen. Drehen! Drehen! Oh, immer dieses Drehen. Jetzt können wir diese da holen. Schnell mal. Wie kommt man da hin? Komm schon! Lad auf! Ich beschwöre die Kraft des Sturms! Jetzt, lad man das wieder auf! Warnung! Türmechanismus aktiviert! Von einem Fortfahren wird immer noch abgeraten. Jetzt, da Sie gesagt haben, dass man sie nicht öffnen soll, will ich es erst recht tun. Ja, genau. Machen wir mal, wa? Reit das Ding auf! Ja. Wir hätten vielleicht. Ich glaube, die Türsteherin hat es ernst gemeint. Vielleicht hätten wir das besser durchdenken sollen. Ja. Wow. Wow. Wo geht's lang? Verdammt. Tja. So läuft's, Digga. Schwerelos, oh, plötzlich. Erinnere mich nächstes Mal nicht, die Panoramaroute zu nehmen. Na komm, Spidey, hab dich nicht so. Gut doch! Die Endstation, Metallkopf! Ihr jämmerlichen Würmer, verbeugt euch vor dem Retter der Erde! Dr. Doom! Der Zwischenfall mit dem Tanker war nur ein kleiner Fehler. Ihr haltet mich nicht auf. Bringen wir ihn endlich zu Ende. Meine Frage. Ist diese Super- genau, machen wir mal ein bisschen da drauf. Schnappen wir sie uns. Krieg mal noch. Steine. Steine. Wurde mit dem los, Alter. Durchfall. Drückt erstmal nicht. Ihr Helden, ich bin euer Verderben. Oh. Ist der süß. Okay. Jetzt geht's rund. Yay. Was müssen wir denn eigentlich machen? Also jetzt meine ich, ne?
Also, okay. Ah, okay. Komm schon, drück X! Kopf ab? Nee, Maske ab. Jetzt, Spidey. Oh nee, B drücken. B, los, drück B, Digga. Ja, genau. Wow. Okay. Jetzt sollt ihr meine wahre Macht zu spüren bekommen. Immer diese kleinen, wahren, leeren Versprechen. Also von kleinen Menschen. Oh, noch mehr Science. Schon, da fehlen doch nicht mehr so viele Steine. Mindestens 5. Zack. Geht das auch noch kaputt? Das auch noch. Jetzt kommt die Slow Motion. Komm schon. Yay! Und haben uns True Believer. Glaubt ihr, ihr könnt gewinnen? Klar, immer. Sie fertig, Doombots! Doombots, Alter. Er nennt sie Doombots. Immer Ruf. Immer Ruf da. Komm schon. Und wieder Maske abziehen. Wo sind zwei die? Achso. Meine Fresse. Ich muss wieder warten, bis er fertig ist. Nee. Das ist der immer noch. Komm schon! Zieh das Ding ab! Los jetzt! So, jetzt bin ich zwei Dinge. Und zieh! B drücken! Los! Hauen raus! Da fliegst du dahin. Und Dr. Doom? Sagst du jetzt gar nichts mehr, ja? Dr. Doom! Dr. Doom, Dooms of Doom, Ray Doom! Wo ist Captain America? Captain America! So, können wir, ja? Und
Dann müssen wir erstmal zerstören. Mal wieder. So ein Turm. Erster Turm. Der wird erstmal so zwischendurch gegrillt. Da ist der zweite gegrillt worden. Und da. Oh, der zweite Turm im Misch. Wie kann das sein? Niemand besiegt Doom! Doch, ich besieg Doom, auf jeden Fall. So, dann müsst ihr doch eigentlich theoretisch. Da kommt er doch schon. Und da liegt er schon. X drücken! X! X! Los! Mann, zwei die. Da! Komm schon! Und? Schieß ihn ins All! Los! Schwing das Ding! Da! Meine perfekten Maschinen, ihr habt sie ruiniert. Ja. Ich zerstöre euch. Wirklich? Und das war Dr. Doom. Das ist unmöglich. Ich bin Dr. Doom. Na und? Sorry, Doc. Aber weißt du was? Jetzt geht's endlich rund. Wow, das war ein heller Stern. Apokalypse mit Aussicht. Yay. Dr. Doom. Doombot V-Serie. Naja. Ja. Immerhin Steine. Immerhin sehr viele Steine. Sehr, sehr viele Steine. True Believer! Mal wieder! Also das Steine sammeln macht schon wirklich, muss ich sagen, ja? Level abgeschlossen! Geschichte fortsetzen! So. Noob, die fehlt ja noch. Bruder Loki, Dooms Plan ist gescheitert. Gib seine Waffe auf! Dooms Plan? Eine Waffe? Über Blitze magst du verfügen, über Fantasie hingegen nicht. Okay, das ist echt ein riesengroßes Ding. Galactus. Ein schöner Hut. Galactus, der Planetenfresser. Glaub ich kaum. Ich habe Hunger. Endlich kann ich mich auf eurem jämmerlichen Planeten rächen. Ich werde mir die Macht von Galactus zunutze machen. Er wird die Erde zum Frühstück verschlingen und mir zum Mittagessen helfen, die Kontrolle über Asgard zu erlangen. Wow, dass der sich mal nicht den Magen verstimmt. Das ist ganz schön viel Protein, selbst für einen Typen wie ihn. Meinst du das wirklich ernst, Bruder? All das ein trauriger Racheplan für die Erde und für Asgard? Ja, Bruder. Ich habe meinen Rachefeldzug aus dem Gefängnis heraus geplant. Ich habe nachgedacht, geplant und Dr. Doom erfolgreich von meinem Plan überzeugt. Und ihr ahntet nichts. Welch genialer Zug von mir! Okay, Leute, an die Arbeit. Avengers, versammelt euch! Ja, und? Ja, würde ich auch mal sagen, verpissen. Ah, hey, ihr verdammt!
das war ein Flugzeug. Das war mal ein Flugzeug. Ja, ein riesiges Alienwesen will mit Hilfe eines altnordischen Gottes unseren Planeten fressen. Ich bin dran. Danke für Ihren Anruf bei S.H.I.E.L.D. Bitte warten. Danke für Ihren Anruf. Bitte warten. Männer, es sieht nicht gut aus. Ich bin für jeden Vorschlag dankbar. Sie müssen ein bisschen flexibler im Denken sein, Direktor. Vielleicht können diese unguten Typen helfen. Technisch gesehen ist das aber wohl auch eine ungute Idee. Lustig. Ich meine, wenn es die Erde nicht mehr gibt, wen sollen sie dann mit ihren bösen Machenschaften bedrohen? Sich gegenseitig? Hallo? Doc, hier ist Nick Fury. Ich habe dir und deinen Freunden einen Vorschlag zu machen. Der ist aber ziemlich weit gefallen. Holt Abomination und Magneto und bringt sie zu Doom. Klingt nach einem riskanten Abenteuer. Und ich liebe riskante Abenteuer. Oh yeah, Baby. Ich liebe sie auch. Er hat einen Pfeil im Arsch. Am Arsch. Nicht im Arsch. Doch im Arsch. So, Leute. Bevor ich hier weiter überlege, ob der Pfeil jetzt im Arsch oder am Arsch war, mir egal, könnt sich's ja aussuchen, würde ich sagen, wir machen hier eine kleine Pause und ich melde mich dann später wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wie immer, Daumen hoch, Daumen runter, Kommentare wären auch mal wieder schön, also haut rein, bis zum nächsten Mal, bye bye.